Ja, und jetzt müssen wir hier diesen Tornado besiegen. Ich glaube, der letzte Part, der war etwas kurz. Ja, es tut mir leid, es ging leider nicht anders. Aber dafür geht es jetzt hier ordentlich zur Sache. Mal schnell runter hier, Ellen. Mama mia. Ich will das gar nicht. Gott, wie soll ich denn einen Tornado besiegen? Geht's ja ordentlich zur Sache. Ich muss diesen Teil, egal was hier auf mich zukommt, muss ich ausweichen. Eieiei. Waffe nachladen natürlich. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Oha, wie soll ich hier nur durchkommen? Keine Chance. Was hat mich jetzt hier von hinten getroffen? Ja, leider ist der kleine Ellen runtergefallen. Ja, jetzt müssen wir halt etwas aufpassen hier. Schon wieder hat mich das blöde Teil hier getroffen. Ach, das war hier vielleicht. Oh ne. Mist. Ja, ich sollte besser aufpassen. Ich hau hier gleich mal so eine Leuchtfackel hin, sicherheitshalber. Und gleich noch meine mega starke Taschenlampe. Ich hoffe, das sollte reichen. Ja, super. Trifft mich halt hier. Diese Tonne da. Ja, und jetzt soll ich hier aufpassen, dass ich nicht wieder runterfalle. Ja, wie, keine Chance. Oha, was hier alles so rumfliegt. Leuchtpistolenmunition. Ja. Ah, okay, ich soll jetzt hier vielleicht das ganze Zeug hier runterholen, oder was? Gleich mal nachladen. Was ist das? Großes auf mich zugeflogen. Ach, hey, ich schieß schon wieder. Ich glaube, das nützt jetzt auch nicht viel. Nachladen, Ellen, komm. Was sind das, die Geräte da hier? Auf die muss ich aufpassen. Schaffe ich das, wenn ich jetzt hier runterspringe? Sie versagen. Ich habe mir niemals versagt. Es ist in Ihrem Kopf. Oh ja, natürlich. Vögel dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ja, ja, kommt her. So, ich habe den Tornado besiegt. Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum.
Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an! Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch halb. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Natürlich. Schläft hier mit der vollen Montur im Bett oder was? Und draußen sieht's ja auch nicht so ganz herrlich aus. Und ich muss jetzt hier diesen Klicker finden. Was hat die Alte jetzt hier mit dem Klicker gemacht? Oh Gott. Habt ihr das gesehen, Leute? Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartmann anrufen? Ja, kannst du gerne machen, Alte. Wie kommst du nur dahin? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcher ist bisher deine beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Nein. Bestimmt nicht. Gott, wieso nimmt er sich nicht einfach so eine Kamera? Das hat ja auch ein Blitzlicht. Sicherungskasten. Vielleicht hilfst du mir diesmal, also noch einmal. Nein, leider nicht. Da drüben sehe ich Licht. Oh Gott. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett, Tom. Au, au, au. Oha, und wo bin ich jetzt hier gelandet? Telefonmast. Weg. Was, Vogel? Thermosflasche. Kannst du jetzt mitnehmen? Ah, sehr schön. So, Vogel, komm her. Zeig dich. Sehr schön. Was hängt hier noch alles da drin? Ein Pass. Noch ein Vogel. Telefon. Ah, ich geh mal ran, ja? Ich verfolgte die Idee eines Wegs. Ich verfolgte die Idee... Was? Die Idee eines Wegs, ja. Also werden wir da den Weg nehmen müssen. Kiste, Telefonmast. Das ist ja geil gemacht. Nun gut, weiter aber hier. Und was haben wir jetzt hier alles? Noch ein Fass. Ich verlasse dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alice? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, dich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an. Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an. Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Ach, Leute, und das Telefon läutet wieder. Über den Ozean geschrieben.
Ja, eine Brücke natürlich. Au, au, au. Die Brücke beißt. Oben ist noch ein Vogel. Ja, und ihr könnt euch sicherlich schon mal denken, was jetzt hier passiert, was da drüben so alles ist. Ihr seht es auch, glaube ich, schon, oder? Da hinten? Vielleicht das Dach? Genau, das ist das Haus. Ja, aber das sehen wir gleich in der nächsten Aufnahme. Ich will ja jetzt noch ein bisschen sparsamer mit den Folgen sein. Nein, das war natürlich nur ein Scherz. Du bist nicht nächste Aufnahme. Tom, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit bringen. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst. Das Telefon leuchtet. Ja, läutet natürlich wieder. Ich machte die Hütte real. Ja, und jetzt hier. Hütte, komm. Komm zu deinem Meister. Und da drüben steht sie. Ja, ja. Was wartet da drin jetzt auf mich? Ui, 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 ich bin mal gespannt. Wo bin ich? Ich will weg. Alice? Alice, ich komme. Immer hat er sich geweigert, den Befehlen zu folgen. Er musste nur das schreiben, was zu schreiben ich ihm aufgetragen hatte. Jetzt ist es zu spät. Das ist seine Schuld. Sie werden auf ewig hier bleiben. Na schnell rein hier in die gute Stube. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als Sie. Älter als Ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Ich konnte Alice Gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Zurück ins Licht. Nein!
Sie lebt. Ist das jetzt das Ende des Spiels? Wo ist Ellen hin? Ja, das frage ich mich ja gerade. Und das Hirschfest, das beginnt. Die große Party. Ja, der Doktor und der Radiomoderator. Es ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Ja, und das war jetzt hier das Ende von Alan Wake. Ja, entwickelt wurde das Spiel ja von Remedy Entertainment. Ich lasse jetzt hier mal etwas die Credits durchlaufen und erzähle euch halt mal so den Eindruck, also meinen Eindruck vom Spiel. Also ich war ja total fasziniert vom Spiel. Ich fand's super, ich fand's spannend, ich fand die Geschichte toll. Ab und zu haben die Kämpfe, also diese Shoot-Einlagen, die mir persönlich halt wirklich nicht liegen, nicht so gefallen. Aber ansonsten, es war perfekt. Also ich werde auf alle Fälle auch das Add-on American's Nightmare spielen. Und ich würde jetzt lieber hier auch mal einen Cut machen. Nicht, dass dann YouTube das Video dann hier nicht veröffentlicht. Gut, also dann bis später. Viel Spaß auch noch mit meinen weiteren Videos und freut euch auch auf das Add-on. Bis bald. Ciao.